Sollte man seine Liebe im Internet suchen? Hey, guten Morgen! Ja, die Frage stellt sich immer wieder. Gerade in meinen 8 Jahren als Flirtcoach hatten die Männer große Bedenken, was das Internet angeht und wollten ausschließlich offline ihre Liebe fürs Leben suchen. Aber was spricht im Gegenzug für die Internetplattform und welche ist die beste kostenlose Internetplattform? Also heutzutage bekommt man ja sowohl seine Lebensmittel, Dienstleistungen, Bankgeschäfte und auch die Freunde aus dem Internet. Der Großteil meines aktuellen sozialen Netzes habe ich durch das Internet kennengelernt und dann real getroffen. Warum also sollte man nicht auch im Internet nach der Liebe seines Lebens suchen oder generell nach Liebe? Es gibt da eine Reihe von Vorteilen. Zum einen kann man auf sicherem Terrain agieren. Man kann zeitlich versetzt Nachrichten schreiben und muss auch nicht schlagfertig sein. Man kann sich wirklich alle Zeit der Welt nehmen und auch nicht nur die Zeit nehmen zu antworten, sondern auch die Nachricht des anderen zu lesen und diese dann eventuell auch mit Hilfe von Freunden zu analysieren. Weiterhin kann man auch komplett ohne die Oberflächlichkeiten der äußeren Erscheinung auftreten. Man muss kein Bild posten. Man kann die Körpergröße verschweigen, eine leichte Gehbehinderung oder andere unrelevante Sachen einfach nicht in den Fokus stellen, sondern man lernt sich erstmal ohne diese Fassade kennen. Und ich habe das ja bisher bei meinen Freundinnen auch immer so gehandhabt bzw. so habe ich auch meine Freundinnen kennengelernt. Erstmal sich gegenseitig geistig ausgetauscht und dann erst real getroffen, ohne dass man wusste, wie man aussieht. Oder einmal wusste man auch, wie man aussieht. Es war dann auch immer so, wenn man sich geistig auf einer Linie befindet, dann ist das Aussehen und die Optik extrem unwichtig. Da ist das Kennenlernen über das Internet wirklich auch meiner Meinung nach viel erfolgsversprechender, als wenn man einfach irgendwo einen schönen Mann oder eine schöne Frau anspricht auf der Straße. Man kann sich einfach den wirklich passenden Partner unabhängig von Oberflächlichkeiten suchen. Gemeinsame Hobbys, gemeinsame Interessen und Leidenschaften, alles das kann man in den Blickpunkt stellen oder nach politischer und ethischer Überzeugung priorisieren. Das ist eine Tiefe, die man in der realen Welt kaum vorfindet. Und neben der Anonymität ist auch die zeitliche Ungebundenheit bei der Partnersuche ein nicht unerhebliches Argument. Gerade wenn man beruflich stark eingespannt ist, dann ist es natürlich schön, dass man in der Mittagspause oder im Zug oder auf dem Nachhauseweg oder bei der langweiligen Teamsitzung am Freitagmorgen per Handy online auf Partnersuche gehen kann. Und dann kommen wir, glaube ich, zum größten Punkt. Man kann online mit Millionen von Menschen in Kontakt treten. Wenn man mal in die Disco geht oder den beruflichen Alltag sich anschaut, dann ist das Potenzial doch recht begrenzt, was die Anzahl der Menschen angeht. Und auch das Mindset, in dem sich der Anzusprechende jetzt gerade befindet, ist sicherlich optimaler auf einer Kontaktbörse als im beruflichen Alltag. Man weiß ja oft gar nicht, wenn man im Alltag jemandem begegnet, ob derjenige überhaupt auf der Suche ist oder ob es zeitlich jetzt gerade passt. Und eben dann so viele grundlegende Dinge, die eventuell Ausschlusskriterien bei der Partnersuche sind, müssen eigentlich dann erstmal abgeklärt werden. Ne? Bist du ein Veganer zum Beispiel? Für einige ist das ja ein Ausschlusskriterium. Und solche Sachen, ganz abgesehen davon, dass die äußeren Werte, die vergänglich sind, einfach einer meiner Meinung nach viel zu hohen Priorität beigemessen werden. Ich werde immer gefragt, oftmals gefragt, immer aus übertrieben, aber ich werde oftmals gefragt von den Frauen, was ist eigentlich so dein Typ oder so. Und dann sage ich immer, ich habe nicht wirklich einen Typ. Ich habe wirklich keinen Typ. Und bei meinen Freundinnen zieht sich wirklich alles von groß und kräftig bis klein und zart. Also ich habe keine Prioritäten da in irgendeiner Form Äußerlichkeit, weil es unwichtig ist. Ne? Und dann kommen wir zum alles entscheidenden Argument für die Partnersuche im Internet. Sie schließt die Offline-Partnersuche ja nicht aus. Man kann ja beides machen. Das bedeutet, man kann offen sein für Bekanntschaften und Liebeleien in der Offline-Welt. Das Problem der Internetgegner ist häufig, dass sie nur so entweder oder argumentieren. Aber man kann beides haben und auch das Argument auf den Internetplattformen sind nur die hässlichen und die dummen Menschen, die keiner will. Ja, das kann ich auch ganz einfach vom Tisch wischen, denn Hannah,
habe ich über eine Partnerbörse im Internet kennengelernt. Und ja, und da sind wir dann auch bei der meiner Meinung nach besten kostenlosen Plattform für Online-Dating. Und zwar nennt sich die OkCupid. Den Link gibt es unten in der Infobox. Ja, gibt auch noch den Link zu dem Flirtratgeber, den ich vor ein paar Jahren geschrieben habe. Den gibt es auch unten als richtiges Buch. Ich werde es aber Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres als E-Book erscheinen lassen. Und da wird es natürlich nochmal billiger sein, wahrscheinlich genauso 9 Euro wie mein anderes Buch. Weil jetzt ja, kostet das 19,95 Euro, ist allerdings ein Hardcover-Buch und ich verdiene an diesem Buch, ich kann es nicht sagen, aber ich weiß, war unter einem Euro bei einem Preis von 20 Euro. Und ja, und deswegen habe ich das Buch jetzt sozusagen beendet, die Vertragslaufzeit mit dem Verlag, und tue das jetzt selber rausgeben als E-Book, und dann gibt es das für 9 Euro und da verdiene ich dann wieder 4,85 Euro. Und ja, das macht es einfach viel sinnvoller für euch und für mich. Und wer es als richtiges Buch haben möchte, ja, da muss er sich halt eben dann ausdrucken. Aber dieser Flirtratgeber ist halt vor allem für, auf Männer ausgerichtet, die wirklich auch noch keine Freundin hatten. Das viel erklärt, viele Sachen so intensiv erklärt, wie man sie eigentlich gar nicht erklären bräuchte. Aber warum ich es dennoch getan habe, steht auch in dem Buch drin, wie zum Beispiel der erste Kuss. Aber wie gesagt, Link gibt es unten. Aber zur besten Partnerbörse nochmal, OkCupid. Da findet man die meiner Meinung nach beste Persönlichkeitsanalyse aller Plattformen, die es gibt. Man hat über 10.000 Fragen, die auch immer mehr werden und die man beantworten muss, und dann entwickelt sich eben so ein Persönlichkeitsprofil, was qualitativ überhaupt nicht mit den Fragebögen anderer Internetplattformen vergleichbar ist, sondern wo man wirklich bei einem hohen Matching-Faktor, wenn man denn, sag ich mal, viele Fragen beantwortet hat, das heißt, sag mal, an die 1000 Fragen, dann geht's schon los. Dann schwimmt man wirklich auf derselben Welle. Hanna und ich hatten 99%, was extremst selten ist. Und dazu ist die komplette Kontaktaufnahme für Männer und für Frauen komplett kostenlos. Und ja, das, was man kaufen kann, das sind Sachen wie eine bessere Suchfunktion, um zu sehen, wer einen geliked hat, oder alle so Nebensächlichkeiten, ne? Aber man kann nach Herzenslust alle Menschen anschreiben und direkt mit ihnen chatten, die zum Beispiel in der Nähe sind oder ja, in welcher Stadt auch immer. Man sieht auch immer, wer online ist, und ja, die Plattform ist auch plattformübergreifend, also die OkCupid Plattform. Man kann auch auf dem Handy das machen. Also für mich hat diese Plattform wirklich eigentlich nur einen kleinen Nachteil, und das ist, dass die Fragen in Englisch sind. Aber das Profil kann man natürlich trotzdem in Deutsch schreiben, und die Deutschen schreiben auch alle in Deutsch, und die ergänzenden Antworten zu den englischen Fragen kann man auch in Deutsch schreiben. Aber die Fragen, ja, die muss man eben in Englisch beantworten. Man muss eben, das ist so dieses Persönlichkeitsprofil, da gibt es die Frage, und da kann man dann mal einstellen, was man selber ist bei der Frage oder wie man selber zu der Frage steht und was man möchte, wie der Freund auf die oder die potenzielle Freundin auf die Frage antwortet. Und ja, also wie gesagt, ich habe alle meine Frauen eigentlich online kennengelernt, mit der ich in eine Partnerschaft gegangen bin, und ich kann wirklich nur Positives über Internetdating berichten und euch dazu animieren. Mein kompletter engster Freundeskreis, bis auf einen, die habe ich auch alle online kennengelernt. Ich kann wirklich, wirklich alle Bedenken, die ihr habt gegen dieses Online-Dating oder gegen die Online-Freundessuche, kann ich euch nur animieren, diese aufzugeben und dem Internet einfach die Chance zu geben bei der Partnersuche und ja, bei der Freundessuche sowieso. Wie seht ihr das? Schreibt mir das in die Kommentare. Was sind eure Erfahrungen mit Internetdating? Ist euer aktueller Freund, eure aktuelle Freundin vielleicht aus dem Internet? Ne? Habt ihr sie über diesen Kommunikationskanal kennengelernt? Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu, und ja, lasst uns diskutieren. Ansonsten, wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.